Unsere liebe Frau von Guadeloupe. Nach der Ankunft der spanischen Konquistadores 1519 beginnt eine blutige Geschichte der Eroberung Mexikos. Aber Tausende sterben. Azteken und Spanier stehen sich unversöhnlich gegenüber. Auch Toribio de Benavente, einer der ersten 12 Franziskanermissionare in Mexiko und Mitglied des historischen Religionsgesprächs von 1524 mit aztekischen Priestern und Adligen, sieht angesichts des dramatischen Zusammenstoßes nach menschlichem Ermessen keine Möglichkeit zur Evangelisierung. Es sei denn, dass Gott ein Wunder tut. Der Himmel malt mit Blumen. Und dieses Wunder geschieht. Innerhalb von wenigen Jahren strömen mehr als 8 Millionen Azteken zu den Missionaren, um sich taufen zu lassen und den katholischen Glauben anzunehmen. Es ist die einzigartige und größte Bekehrungswelle, die jemals stattgefunden hat. Wie konnte das geschehen? So begann alles. Am Morgen des 9. Dezember 1531, einem Samstag, an dem zu jener Zeit das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens gefeiert wird, steht der Indio Juan Diego früh auf, um in der 9 Meilen entfernten Kirche die heilige Messe mitzufeiern. Denn Juan Diego ist, wie sein Onkel, einer der wenigen Azteken, die sich bis dahin zum Glauben an Christus bekehrten. Als er dabei an den Hügel Tepeyac kommt, wo früher ein Tempel der heidnischen Muttergöttin Tonantzin in der Gestalt einer furchterregenden Komposition von Schlangenköpfen und einer Masse sich windender Giftschlangen stand, hört er plötzlich Musik, wie wunderschönsten Vogelgesang. Aus blendend schönem Licht vernimmt er eine sanfte Frauenstimme. Juanito, Juan Dieguito. So gerufen, klettert er den Hügel hinauf, um zu sehen, wer ihn rief, und steht plötzlich vor einer Frau von überwältigender Schönheit. »Höre, Juanito, mein liebstes, kleinstes Söhnchen, wohin gehst du?« fragt sie mit leiser, sanfter Stimme voller Zärtlichkeit. »Ich bin auf dem Weg zur heiligen Messe.« Die junge Frau lächelt und fährt fort. »Wisse, mein liebstes Söhnchen, dass ich die makellose und immerwährende Jungfrau Maria bin, die Mutter des wahren Gottes, durch den alles lebt, des Herrn aller Dinge, welcher der Herr über Himmel und Erde ist. Es ist mein innigster Wunsch, dass man hier ein Gotteshaus baue, wo ich meine ganze Liebe, mein Mitleid und mein Erbarmen, meine Hilfe und meinen Schutz den Menschen erweisen und schenken will. Ich bin eure erbarmungsreiche Mutter, die Mutter aller Menschen, all jener, die mich lieben, die zu mir rufen, die Vertrauen zu mir haben. Hier will ich auf ihr weinen und ihr Sorgen hören und will ihre Leiden, ihre Nöte und ihr Unglück lindern und heilen. Geh zum Haus des Bischofs in der Stadt Mexiko und sage ihm, dass ich dich gesandt habe und dass es mein Wunsch ist, dass hier ein Gotteshaus gebaut werde. Sage ihm, was du gesehen und gehört hast. Beim Bischof. Unverzüglich befolgt Juan Diego den Wunsch der schönen Frau. Schüchtern klopft er an die Tür der bischöflichen Residenz. Lange lassen ihn die abweisenden Diener warten, bis er schließlich doch zu dem als gütig und indiofreundlich bekannten Bischof Zumárraga vorgelassen wird. Der ist zwar tief beeindruckt von der Demut und Aufrichtigkeit des Mexikaners, bleibt aber unschlüssig und schickt ihn mit den Worten weg: »Du musst einmal wiederkommen, wenn ich mehr Zeit habe. Inzwischen will ich das überdenken, was du mir erzählt hast.« Auf dem Rückweg klettert Juan Diego wieder den Tepeyac-Hügel hinauf. Und wieder sieht er die Mutter Gottes. An der Art, wie der Bischof mir antwortete, erkannte ich, dass er der Meinung ist, ich erfände die ganze Geschichte. So bitte ich dich von Herzen, meine Herren, vertraue diese Botschaft jemand Bedeutenderem an, jemand, der gut bekannt und angesehen ist, damit dein Wunsch erfüllt wird. Denn ich bin nur ein armer Mann. Doch Maria bittet Juan Diego, am nächsten Tag noch einmal zum Bischof zu gehen. Auf Knien und unter Tränen wiederholt der Indio tags darauf vor dem Bischof die Bitte der Mutter Gottes. Dieser aber verlangt ein Zeichen, damit er glauben könne, dass hier der Himmel wirke. Und tatsächlich, Maria verspricht dem Indio das geforderte Wunder. Komme morgen hierher zurück und du sollst das Zeichen erhalten. Der todkranke Onkel. Voller Freude über diese Worte der Jungfrau kehrt Juan Diego in sein Dorf zurück. Dort aber trifft er seinen Onkel schwer erkrankt an. Die ganze Nacht und den folgenden Tag wacht Juan Diego bei ihm, aber es wird immer schlimmer. Juan Diego ist sich sicher,
die himmlische Dame würde ein Einsehen haben, dass er jetzt bei seinem Onkel bleiben müsse und nicht zum Tempeyac-Hügel kommen könne. Als aber kurz vor Sonnenuntergang deutlich wird, dass sein Onkel sterben muss, macht sich Juan Diego noch in derselben Nacht auf den Weg, um einen Priester zu holen. Am Tempeyac-Hügel, der des Weges liegt, angekommen, wählt er die andere Seite, ihn zu umgehen und nicht die himmlische Dame zu sehen, die ihn mit dem versprochenen Zeichen zum Bischof schicken würde. Denn dafür hat er jetzt in seiner Not keine Zeit. Doch die Mutter Gottes ist auch auf der Rückseite des Hügels. »Was ist geschehen, mein Söhnchen?«, fragt sie. »Wohin gehst du?« Juan Diego berichtet ihr von der tödlichen Fieberkrankheit seines Onkels und dass er nach Mexiko-Stadt eile, um einen Priester zu holen. »Morgen werde ich wiederkommen, um ihren Auftrag dann auszuführen.« Trost der himmlischen Frau. »Höre und lass es in dein Herz dringen, mein liebstes, kleinstes Söhnchen«, tröstet ihn die Madonna mit Worten, die bis heute Millionen Menschen Trost gespendet haben. »Nichts soll dich erschrecken, nichts dich betrüben, nichts soll dein Antlitz, dein Herz verfinstern. Fürchte nicht diese Krankheit oder irgendeine andere Krankheit oder einen Kummer, einen Schmerz. Bin ich denn nicht hier, deine Mutter? Bist du denn nicht in meinem Schatten, unter meinem Schutz? Bin ich nicht der Brunnen deiner Freude? Bist du nicht in den Falten meines Mantels, in der Beuge meiner Arme? Brauchst du noch mehr als das?« Dann fügt sie liebevoll hinzu: »Lass dich wegen der Krankheit deines Onkels nicht beunruhigen, denn er wird daran nicht sterben. Gerade in diesem Augenblick ist er geheilt.« So getröstet bietet sich Juan Diego an, jetzt sofort zum Bischof zu eilen und ihm das versprochene Zeichen zu bringen. Die Mutter Gottes lächelt und bittet ihn, auf den Gipfel des Hügels zu steigen, zu der Stelle, wo du mich zuvor gesehen hast. Dort wirst du viele Blumen wachsen sehen. Pflücke sie sorgfältig, sammle sie und bringe sie dann her zu mir und zeige mir, was du hast. Eilig steigt Juan Diego auf den Hügel hinauf und wird von einer Pracht leuchtender, schöner Blumen, die eigentlich auf diesem steinigen und gefrorenen Boden gar nicht wachsen, geschweige denn blühen können, überrascht. Er breitet seinen Überhang, Tilma genannt, aus und füllt ihn mit vielen dieser herrlichen Blumen. Dann steigt er hinab zu der Stelle, wo die himmlische Dame wartet. Als er ihr die leuchtende Blumenpracht zeigt, ordnet sie diese sorgfältig mit ihren Händen und sagt: »Mein Söhnchen, diese verschiedenartigen Blumen sind das Zeichen, das du dem Bischof bringen sollst. Sage ihm in meinem Namen, dass er daraus meinen Willen erkennen soll und ihn erfüllen muss. Du sollst mein Botschafter sein, der mein ganzes Vertrauen verdient. Ich befehle dir, die Tilma nicht zu öffnen, ihren Inhalt nicht zu enthüllen, als erst in seiner Gegenwart. Dann erzähle ihm alles.« Das große Wunder. Unverzüglich macht sich der Blumenbotschafter Mariens auf den Weg. Lange halten die Diener des Bischofs ihn hin. Doch schließlich wird er vorgelassen. »Ich bat um das Zeichen, das ihr verlangt und das sie mir zu geben versprochen hat. Sie sagte mir, ich solle nach oben auf den Hügel steigen, um die Blumen, die dort wüchsen, zu pflücken. Ich wusste ganz gut, dass oben auf dem Hügel keine Blumen wachsen können, besonders nicht zu dieser Jahreszeit. Doch zweifelte ich nicht an ihren Worten. Als ich oben ankam, war ich erstaunt, mich von schönsten Blumen umgeben zu sehen, die alle von Tautropfen glänzten. Ich pflückte so viele, wie ich tragen konnte, und brachte sie zu ihr zurück. Sie ordnete sie mit ihren eigenen Händen und legte sie wieder in mein Gewand, damit ich sie euch bringe. Hier sind sie. Seht da, nehmt sie.« Darauf öffnet Juan Diego seine Tilma, und die Blumen fallen verschwenderisch duftend auf den Boden. Im selben Augenblick erscheint auf der Tilma ein leuchtend schönes Bild der Mutter Christi. Fassungslos starren die Anwesenden auf das Geschehen und knien sich vor diesem Bild der Gottesmutter nieder, das nicht von Menschenhand gemacht und noch heute unversehrt in der Basilika unserer lieben Frau von Guadalupe in Mexico City für jedermann als bleibendes Wunder zu bestaunen ist. Überwältigt von diesen großen Zeichen des Himmels beschließt Bischof Zumárraga noch an Ort und Stelle mit dem Bau eines Gotteshauses zu Ehren der makellosen Jungfrau zu beginnen. Und der in sein Dorf zurückgekehrte Juan Diego findet seinen Onkel, Juan Bernardino, wie von der Gottesmutter versprochen, gesund vor. »Als du fortgegangen bist, um einen Priester zu holen, fühlte ich meine letzte Stunde gekommen«, berichtet der Onkel seinem Neffen,
Doch plötzlich wurde der Raum von einem strahlenden Licht erhellt und eine Dame erschien. Im selben Moment war ich von der Krankheit befreit. Sie stellte sich als die immerwährende Jungfrau, die heilige Maria von Guadeloupe vor. Vom Götterkult zum Glauben. Nach nur 2 Wochen ist am Hügel des Tepeyac die erste Steinkapelle zu Ehren der Jungfrau errichtet. Und Juan Diego lebt noch 17 Jahre bis zu seinem Tod in einer kleinen Klause neben dem Heiligtum demütig und genügsam als großer Beter und eifriger Apostel der heiligen Jungfrau. Tausenden Indios erzählt er die Geschichte seines Lebens, berichtet er von den zärtlichen Worten und der Liebe der Mutter Gottes. Doch wahrscheinlich hätte es dieses persönlichen Zeugnisses überhaupt nicht mehr bedurft. Das Bild nämlich, das vom Himmel kam, spricht selbst. Denn die Azteken, geübt im Lesen von Bildern und Symbolen, erkennen in der wunderschönen Dame mit den indianischen Zügen das Zeichen des Himmels. Sie ist eine von uns. Strahlend vor der Sonne stehend, muss sie größer sein als ihr gefürchteter Sonnengott. Mit dem Fuß auf dem Halbmond, dem Symbol für den gefiederten Schlangengott, zeigt diese Frau ihnen, dass sie den mächtigsten aller Aztekengötter besiegt hat. Die blaugrüne Farbe ihres Mantels, die Farbe der aztekischen Könige, deutet auf ihre Königswürde hin. Die 46 achtstrahligen Sterne auf ihrem Mantel lassen erkennen, sie ist größer als die Sternengötter des Himmels. Und Unglaubliches geschieht. Die in ihrem Götzenkult verharrenden Azteken kommen, sehen das heilige Bild und glauben. Zu Hunderttausenden strömen sie an die Klosterpforten der Franziskanermissionare und bitten um Aufnahme in die katholische Kirche. Nach nur wenigen Jahren sind fast 9 Millionen Indios getauft. Und mit der Verbreitung des Kultes um das Bild der Jungfrau von Guadeloupe schreitet schließlich die Bekehrung ganz Amerikas voran. Warum Jungfrau von Guadeloupe? In Mexiko wird die Gottesmutter zur Brückenbauerin, zur großen Versöhnerin zwischen der indianischen Kultur und der spanischen Eroberer. Ihr Name, de Guadeloupe, unter dem die Mutter Gottes bereits in Spanien verehrt wird, stammt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie Ströme des Lichtes oder fließendes Licht. In der Sprache der Azteken bedeutet es übersetzt, welche die Steinschlange zerstört, zertritt, vernichtet. Mit dieser Schlange meinen die Indios den gefürchteten, gefiederten Schlangengott, das ungeheuerste Monster aller aztekischen Gottheiten, dem jährlich bei brutalen Ritualen 20.000 Menschenopfer dargebracht wurden. Die Jungfrau von Guadeloupe, in all ihrer Demut und Zärtlichkeit, befreit von diesem grausamen Götzen des Todes, hinter dem der Satan steht. So ist Maria in Mexiko als Schlangenzertreterin in einem heiligen Bild vom Himmel gekommen, wie sie schon in der Genesis angekündigt ist. Gott, der Herr, sprach zu der Schlange: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihren Nachkommen. Sie wird dir den Kopf zertreten. Brauchst du noch mehr als das? Maria kommt in Mexiko über Blumen, in einem wunderschönen, über die Jahrhunderte unverändert bleibenden Bild zu den Menschen. Als Schlangenzertreterin befreit sie nicht nur ganze Völker von Ängsten und Versklavung, sondern bietet jedem einzelnen Menschen voller Zärtlichkeit und Liebe ihre Hilfe an. Nichts soll dich erschrecken, nichts dich betrüben, nichts soll dein Antlitz, dein Herz verfinstern. Fürchte nicht diese Krankheit oder irgendeine andere Krankheit oder einen Kummer, einen Schmerz. Bin ich denn nicht hier, deine Mutter? Bist du denn nicht in meinem Schatten, unter meinem Schutz? Bin ich nicht der Brunnen deiner Freude? Bist du nicht in den Falten meines Mantels, in der Beuge meiner Arme? Brauchst du noch mehr als das? Lassen wir uns so berühren, wie das einst stolze Volk der Azteken? Nicht von Menschenhand. Natürlich blieb nicht aus, dass die Geschichte um das wunderbare Bild der Jungfrau von Guadeloupe als eine Erfindung der Kirche zur Missionierung der Indios bezeichnet wurde. Doch das Bild widerlegt bei näherer Betrachtung alle derartigen Verdächtigungen. Und je mehr die Wissenschaft in der Lage ist, es zu analysieren und strengen Untersuchungen zu unterziehen, desto klarer wird, dieses Bild ist einfach völlig unerklärlich. Mit einem Grund, weshalb diese in einer Basilika am heutigen Stadtrand von Mexico City verehrte Marienikone jährlich ca. 20 Millionen Pilger anzieht. Nicht aufgemalt, das auf dem Kaktusfasergewebe eines allgemein üblichen Azteken-Obergewandes eingeprägte Bild der Jungfrau von Guadeloupe
weist kein Mahlmaterial nach, weder pflanzlichen, noch tierischen, noch mineralischen Ursprungs. Bis heute kann die Wissenschaft nicht klären, wie das Bild auf dem Gewebe zustande gekommen ist. Es sind keine Pinselstriche und keine Vorzeichnungslinien auf dem Bild. Da auch keine Untermalung oder Grundierung vorhanden ist, kann die Darstellung unmöglich auf die Oberfläche dieses groben Stoffes gemalt worden sein. Optisch erscheint das Bild wie aus einer Kombination verschiedener Maltechniken: Öl, Tempera, Wasserfarbe und Fresko. Auch ist es einseitig durchsichtig. Das Bild kann auch von der Rückseite gesehen werden. Der Sternenmantel. Die Konstellation der achtstrahligen Sterne auf dem Mantel der Jungfrau von Guadeloupe entspricht genau der Konstellation des Sternenhimmels am 12. Dezember 1531 über Mexiko-Stadt. Dem Tag also, als dieses Bild den Menschen geschenkt wurde. Die Lichtbrechung auf dem Bild. Die Farben verhalten sich wie Farben auf Vogelfedern, Schmetterlings- oder Käferflügeln. Sie verändern sich beim Betrachten aus verschiedenen Blickwinkeln. Das Material des Umhangs. Der Umhang, Thelma, Juan Diegos, besteht aus Agavefaser, einem Kaktusfaserstoff, der sich normalerweise kaum länger als 20 Jahre hält. Die Thelma mit dem wunderbaren Bild ist jetzt aber schon über 470 Jahre erhalten. Die Wissenschaft steht vor einem Rätsel, denn das Gewebe weist nicht das geringste Zeichen von Verfall auf. Auch war das Bildnis 116 Jahre lang ungeschützt, Ruß und Qualm von Millionen Kerzen ausgesetzt. In dieser Zeit hätte sich das Bild bis zur Unkenntlichkeit schwärzen müssen. Aber bis heute leuchten die Farben frisch wie am ersten Tag, obwohl in früheren Zeiten tausende frommer Pilger das Bild berührten, küssten und Gegenstände darauf legten. Die Augen der Jungfrau. Eines der größten Geheimnisse am Bildnis der Jungfrau von Guadeloupe sind ihre Augen. 1929 machte der Berufsfotograf Alfonso González mehrfache Vergrößerungen des Originalbildes und entdeckte dabei in den Pupillen der Jungfrau eine winzige menschliche Gestalt. Spätere Untersuchungen bestätigten dieses Phänomen. Neueste Forschungen des peruanischen Digitalbildfachmanns José Aste Tonsmann lassen 13 Personen in den Pupillen der Madonna erkennen. So klein, dass sie unmöglich gemalt worden sein können. Wenn das menschliche Auge beobachtet, spiegeln sich die geschauten Objekte auf der Retina wieder. Das, was auf den Augen der Madonna zu sehen ist, spielte sich in dem Augenblick ab, als Juan Diego seinen Umhang öffnete und die Blumen zu Boden fallen ließ. Die erkennbare Menschengruppe in den Augen ist identisch mit den ältesten Beschreibungen der anwesenden Personen bei dem wundersamen Entstehen des Bildes vor Bischof Zumarraga. Auch sind die Bilder in beiden Augen gespiegelt. Genauso wie es in Wirklichkeit auch ist. Und mit ihrer Verzerrung und Dyssymmetrie stimmen die beiden Spiegelungen exakt mit den Gesetzen der Optik überein. Scheinbar unzerstörbar. Wiederholt wurde das Bild auf unerklärliche Weise vor Zerstörung bewahrt. So vergoss 1791 ein Arbeiter, der den goldenen und silbernen Rahmen des Bildes putzte, aus Ungeschick eine Flasche Salpetersäure über das Bild. Statt das empfindliche Gewebe zu zerstören, hinterließ die Säure nur einen kaum sichtbaren Wasserfleck auf dem Bild. Und am 14. November 1921, während der Zeit der Christenverfolgung in Mexiko, explodierte bei einer heiligen Messe eine Zeitbombe, die in einer großen Vase mit Blumen unter dem Bild versteckt war. Doch obwohl die Explosion Stücke aus dem Mauerwerk riss, die herrlichen Glasfenster der Basilika zu Bruch gingen und sich ein schweres, eisernes Kreuz verbog, kam niemand ernstlich zu Schaden und das Bild blieb völlig unversehrt. Nicht einmal das dünne Schutzglas vor dem Bild war gesprungen. Viele Wunder. Zahllose persönliche Zeugnisse liegen vor, wie auf die Fürsprache der Mutter Gottes von Guadeloupe Menschen geheilt und aus schweren Nöten befreit wurden. Das eindrucksvollste Zeichen geschah im Jahr 1736. Mexiko wurde von einer Typhusepidemie heimgesucht, die in 8 Monaten 700.000 Menschenleben forderte. Nachdem in dieser höchsten Not unsere liebe Frau von Guadeloupe zur Landespatrone Mexikos ausgerufen wurde, hörte die mörderische Seuche unverzüglich auf, sich auszubreiten. Ältestes Zeugnis. Das älteste erhaltene Schriftzeugnis, das ausführlich über die Erscheinungen der Jungfrau berichtet, stammt aus dem Jahre 1649 und ist in der Nahua-Indio-Sprache verfasst. Es geht zurück auf einen Neffen des Aztekenkaisers Montezuma, heißt Nican, Mopohua und gilt als das Evangelium Mexikos.